Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Projekt und zwar einem One-Off-Video heute. Das heißt, es wird bloß ein Video davon geben, einfach bloß deswegen, weil das Spiel, weil ich das Spiel in diesem Video durchspielen werde. Und ja, das Ganze ist Ennio Arcade und ist ein kleines Indie-Spiel, wo mich der Entwickler auch angeschrieben hat, oder die Entwickler, ich weiß es jetzt nicht ganz, ich glaube, es steckt ein kleines Team dahinter. Die haben mich zumindest angeschrieben, haben mir den Steam-Key auch mitgeschickt und mal gefragt, ob ich es mir nicht mal anschauen will. Und mir hat das Ganze eigentlich ganz gut gefallen und deswegen mache ich jetzt auch ein kleines Video drüber. Und zeige einfach mal so, was dieses ganze Spiel so kann. Das Problem, was ich so ein bisschen hab oder hatte, ist, dass ich das Ganze jetzt schon zum dritten Mal mache. Das erste Mal habe ich es blind gemacht, dann habe ich es nochmal gemacht und wie gesagt, jetzt mache ich es zum dritten Mal, einfach bloß, weil immer meine Tonspur abschmiert, also meine Stimme, komplett gelöscht wird, theoretisch, sobald ich dieses Spiel verlasse. Das heißt, ich muss es jetzt irgendwie so anders verlassen, dieses Spiel, damit ich dann halt meine Tonspur behalten kann. Und ich mache das jetzt auch zum letzten Mal, weil langsam habe ich wirklich keinen Bock mehr. Das Spiel spiele ich jetzt schon zum dritten Mal. Es ist ein sehr gutes Spiel, definitiv, aber langsam geht es mir doch ein bisschen auf die Nerven. Das ist also schon ein sehr blöder Fehler. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwas macht das Spiel da, dass sobald ich Theodor auf Quit drücke, dass dann meine komplette Tonspur weg ist. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Ansonsten weiß ich nicht, was ich tue. Dann habe ich, glaube ich, wirklich keine Lust mehr. Weil, wie gesagt, so gut wie das Spiel auch ist, ein drittes Mal jetzt zu spielen, ist dann wirklich das Letzte, was ich tun werde. Ja, jetzt aber um wieder auf das Spiel zurückzukommen. Was ist das? Was ist Ennio Arcade? Es ist ein 2D-Pixelspiel und auch noch ein Twin-Stick-Shooter, also ein 2D-Pixel-Twin-Stick-Shooter, keine Ahnung. Wobei ich glaube, Twin-Stick-Shooter sind immer 2D. Das ist das nächste. Zumindest wer Twin-Stick-Shooter nicht kennt, das ist einfach bloß grundlegend die Sache, dass man gleichzeitig laufen und zielen kann. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch rückwärts laufen und währenddessen nach vorne schießen. Solche Besonderheiten halt, weil man normalerweise halt zwei Sticks benutzt. Einen zum Laufen und den anderen halt zum Zielen. Das heißt, da ist man ziemlich unabhängig und kann eigentlich ganz coole Sachen machen. Das ist so die Sache oder die Besonderheit von dem Spiel. Und ja, das Ganze hat so einen, ich sag mal, postapokalyptischen, nicht unbedingt Steampunk-mäßigen Stil, aber so postapokalyptisch verseucht, so in die Richtung geht das Ganze. Und gefällt mir eigentlich ziemlich gut, erinnert mich sehr an Axiom Verge, muss ich sagen, so von der Aufmachung her, von der Atmosphäre, von der Musik vor allem, auch das, erinnert mich sehr an Axiom Verge und das gefällt mir auch sehr an dem Spiel. Und ist eigentlich auch eine coole Sache. Wie gesagt, ist ein sehr cooles Spiel. Spielzeit ungefähr blind habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Jetzt beim letzten Mal 1 Stunde. Jetzt wird es vielleicht sogar noch mal weniger, weil je öfter man das Spiel spielt, desto schneller kommt man wohl durch. Würde ich zumindest behaupten. Von dem her, es ist nicht wirklich lang, das Spiel. Es geht aber eher darum, dass, wenn man es einmal durchgespielt hat, dass man es dann nochmal durchspielen kann, ohne Gegner zu töten, ohne selber zu sterben, so schnell wie möglich und sowas. Man kann sich selber Challenges setzen und sowas. Das sind halt solche Sachen, die da ziemlich gut gehen. Und darauf ist das Spiel, denke ich, auch eher ein bisschen aufgelegt oder ausgelegt, so rum. Das ganze Spiel hat nämlich bloß 4 Level. Das erste davon ist Tutorial. Und ja, dann halt noch 3 normale Level, also wie gesagt, geht schon relativ schnell in der Hinsicht, aber ja, ist dann halt wirklich auf den Speedrun-mäßigen Teil so ein bisschen mehr ausgelegt. Das Ganze kostet 5 Euro auf Steam, gerade eben im Winter Sale nur noch 2,50 Euro, das heißt, ja, für 1 Stunde Spielzeit ist es jetzt doch immer noch ein bisschen teuer, sag ich mal. Wenn man natürlich bloß einmal das Spiel spielt und dann sagt, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, dann ist es vielleicht ein bisschen teuer, wenn man da wirklich dann nochmal mehr Zeit investiert und mal ein paar Sachen versucht und sowas, dann könnte das schon sich lohnen. Ich bin da jetzt in der Position, wo ich es natürlich in Anführungszeichen geschenkt bekomme oder ich habe es geschenkt bekommen. In der Hinsicht ist es also jetzt schwierig für mich darüber zu urteilen, aber ich sag's mal so, manche DLCs mit weniger, also von manchen Spielen, manche DLCs mit weniger Spielzeit, kosten mehr.
So kann man es sagen. Außerdem kann man damit natürlich den Entwickler so ein bisschen unterstützen, wenn einem das Spiel gefällt, wenn man es kauft. Und ja, dann kommen da vielleicht auch in Zukunft ein paar größere und bessere Spiele. Kann natürlich auch immer sein. So, das soll es aber eigentlich gewesen sein mit der kleinen Ankündigung. Was ich noch dazu sagen kann, so ein bisschen Transparenz. Wie gesagt, ich habe das Spiel, oder das Spiel wurde mir vom Entwickler empfohlen. Ich habe den Steam-Key vom Entwickler bekommen. Und ja, das ist aber auch schon alles. Das heißt, das Ganze ist nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Ich habe meine freie Meinung hier natürlich. Das heißt, ich kann alles über das Spiel sagen, was ich will. Und mache das Ganze hier natürlich auch bloß, weil ich das Spiel mag. Und deswegen dieses Video aufnehmen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, dass das Spiel total scheiße ist. Nur dann wird es keinen Sinn machen, darüber ein Video zu machen. Vor allem nicht, wenn man natürlich irgendwie den Entwickler unterstützen will. Und auch wenn ich dieses Spiel ein bisschen zu kurz geraten finde, wäre es natürlich schön, wenn in Zukunft vielleicht dann nochmal ein größeres Spiel entstehen würde. Das würde mich freuen. Aber ein zweiter Teil davon wäre schon eine coole Sache. So, jetzt starten wir aber auch. Was ich dazu sagen kann, sieht man hier schon, dass es zwei Control-Möglichkeiten gibt oder zwei Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Einmal mit Tastatur und einmal mit dem Gamepad. Ich habe es am Anfang mal mit dem Gamepad gespielt und ich würde sagen, mit dem Gamepad ist es ein bisschen leichter, sich zu bewegen und zu manövrieren, aber zu zielen. Damit habe ich ein bisschen Probleme, mit dem Stick zu zielen. Und deswegen ziele ich lieber mit der Maus. Das finde ich da sehr viel leichter. Dafür ist das Jump'n'Run ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Auch nicht schlimm, also beide Steuerungsmöglichkeiten sind wirklich gut gemacht. Auch die Steuerung allgemein, wie gesagt, ist gut gemacht. Und ich bevorzuge aber einfach ein bisschen besser zielen zu können und deswegen nehme ich Tastatur und Maus. So, und damit spielen wir eigentlich, oder damit geht's eigentlich auch schon los mit dem ersten Level, und zwar Wake Up. Was ich dazu noch kurz dazu sagen kann, ist, wie gesagt, ich spiele das ganze Spiel jetzt durch innerhalb von dieser Stunde, wo dieses Video geht. Das heißt, wer sich vielleicht da nicht spoilern will oder selber durchkommen will und sowas und selber was probieren will, der kann natürlich nach einem Tutorial-Video oder sowas oder nach einem Tutorial-Level abschalten und sich vielleicht selber kaufen und selber durchspielen. Weil ansonsten sieht man hier wirklich alles schon. Wobei es nicht so viel zu sehen gibt, weil die Story ist auch nicht so extrem. Das ist es halt. Es geht halt hier mehr um das Gameplay direkt. So, also dann, legen wir los. Ataxaria, Datum nicht bekannt. Ein wunderschöner Platz und die Heimat von einer Vielfalt von Lebensformen und einem komplexen Ökosystem. Aber die Samen des Zwietrachts sind gewachsen auf dem Planeten und haben deswegen seine natürliche Balance durcheinander gebracht. Zumindest würde ich jetzt Discord mit Zwietracht übersetzen. Ich weiß nicht, ob es davon noch andere mögliche Übersetzungen gibt, aber ich kenne das jetzt halt gerade mit Zwietracht oder sowas in der Richtung. Aber ja, dem Planeten geht es halt nicht gut. Es hat sich so eine gewisse Plage verbreitet, so kann man sagen. Äonen des Krieges, Korruption und Experimente haben schlussendlich ihre Rechnung bezahlt oder haben sich nicht ausgezahlt. Ausgezahlt ist falsch. Ich bin gerade nicht sicher, wie man das übersetzen soll, verdammt. Oder wie man das übersetzt. Ich habe es gerade vergessen. Haben ja keine Ahnung, zumindest schlussendlich nach der ganzen Zeit hat es sich halt so entwickelt, dass der Planet komplett zerstört wurde und unreparable Schäden hat. Das ist halt, wie gesagt, ich weiß, was es bedeutet, aber ich kann es gerade eben nicht übersetzen, das Taken der Toll. Wie gesagt, aber ich weiß, was es bedeutet. Ich komme gerade bloß irgendwie nicht auf die deutsche Übersetzung davon. Zumindest, ich denke, man weiß, was gemeint ist. Und jo, damit starten wir in das Spiel. Wobei wir hier jetzt gerade eben noch in dem, ich sag mal, in der kleinen Vorgeschichte sind. Und das, ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Wir haben hier den Planeten und wir sind so ein bisschen geistermäßig unterwegs, sage ich mal. Und wir gehen hier durch dieses Fenster und sind dann im Spiel. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Ob das irgendwie unsere Seele ist, die da jetzt in diesen Körper geht oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht ganz. Zumindest damit sind wir im Spiel. Und ja, man sieht halt schon dieses, wie gesagt, dieses postapokalyptische so ein bisschen, dieses
Cyberpunk? Ist es Cyber? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie man diesen Stil nennt. Nur, ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen auch an Axiom Verge. Nicht angehaucht, aber es hat denselben Stil wie Axiom Verge. Auch von der Musik her und so. Und deswegen gefällt es mir halt auch sehr. Und hat halt auch einen sehr schönen Pixel-Stil. So, hier oben finden wir so kleine Infobälle. Die sind ja auch überall im Spiel verteilt und die geben uns immer so ein paar, ja, Infos tatsächlich. Wobei die meisten nicht so interessant sind. So, willkommen zu Enyo Arcade. Finde alle diese Infobälle und du bekommst ein cooles Steam-Achievement. Viel Glück. Ja, das Problem ist bloß, dass wir dieses Steam-Achievement nicht finden werden, weil es gibt einfach so ein paar Infobälle, wo ich keine Ahnung habe, wie man rankommt. Ist natürlich auch so eine Sache, die man nochmal machen kann. Einfach versuchen, dort nochmal ranzukommen. So, wie man sieht, wir können uns eigentlich ganz standardmäßig bewegen. Wir haben einen sehr schönen Walljump, den wir auch einseitig ziemlich gut ausführen können. Da sind wir also schon ziemlich beweglich. Und was wir auch noch haben, um kleine Passagen zu durchqueren, ist, wenn wir nach unten drücken, ein Morphball. Wo sie den wohl her haben? Finde ich aber ganz schön, diese kleine Hommage. Allgemein, der ganze Hauptcharakter ist ja auch so ein bisschen angelehnt an Samus, würde ich sagen. Zumindest kann man natürlich Ähnlichkeiten sehen. Und der Morphball ist ja wirklich schon sehr offensichtlich. Finde ich aber schön. Außerdem, das Schöne an dem Morphball ist, dass es nicht so wie in Metroid ist, dass er sehr langsam ist, sondern wir können halt richtig Gas geben mit dem. Und damit können wir auch so ein bisschen Speedrun-mäßig durch diese Level durch, was wir jetzt auch machen werden. Vor allem deswegen, weil dort hinten kommt dann so ein kleines Schiff nach oben und das spawnt hier überall kleine Minen, wie man sie hier sieht. Und denen wollen wir natürlich nicht in die Quere kommen und deswegen rollen wir da kurz drüber. So, hier haben wir jetzt auch schon eine große Besonderheit an diesem Spiel. Und zwar haben wir hier den Waffenautomaten theoretisch. Und da können wir uns jetzt so eine kleine Vielzahl an Waffen abholen. Wir haben hier die Nailgun, die Spraygun, den Prox Launcher, den Raketenlauncher, Laser, der Plasma Gun, die Railgun, die Sawgun, die Blitzgun und die Drone. Es sind also schon ziemlich viele Waffen, die man sich da auswählen kann, aber auch so frei. Und da kann man einfach die nehmen, die einem am besten gefällt. Wir können jetzt gerade eben mal so ein bisschen mit der Nailgun rumrennen. Ich will einfach mal so ein bisschen alle zeigen. Die Railgun ist so ein bisschen, die Nailgun ist so ein bisschen das Maschinengewehr in dem Teil. Das heißt, sie schießt ziemlich schnell, macht nicht so viel Schaden und ist nicht wirklich präzise. Aber das macht sie halt durch Geschwindigkeit wett und dadurch kann man diese Minen hier auch ziemlich gut besiegen und haben damit gar kein Problem. Da wäre es natürlich ein bisschen problematisch gewesen, eine schnelle und langsame Waffe zu nehmen, weil wir einfach alle erledigen müssen. So, mit der Nailgun können wir aber hier ganz easy durch. Hier sehen wir jetzt auch so einen kleinen Turm theoretisch, oder so einen kleinen Generator, der generiert hier so ein paar Kugeln. Diese Kugeln, wenn die uns berühren, dann sind wir auch sofort tot. Können wir aber dann auch ziemlich easy ausschalten, indem wir einfach ein paar Mal drauf schießen. So, da oben haben wir nochmal so ein Ding. Das können wir auch gleich weghauen. Wunderbar. Und du bist weg. Da wäre jetzt natürlich, gegen die Dinger wäre jetzt natürlich auch eine stärkere Waffe ganz gut gewesen, weil die halt schneller weghaut. Nur wir haben dann halt ein bisschen Probleme mit den Kugeln, weil die müssen wir definitiv auch erwischen. Sieht man aber noch später, weil das wird später definitiv noch ein Thema, diese Dinger. So, dort hinten haben wir nochmal so einen kleinen Infoball. So, der sagt uns, dass wir, wenn wir uns in der Mitte der Luft in einen Ball transformieren, dass wir dann einfach weiter fliegen. Das ist eine ganz coole Sache, die wir später noch ein paar Mal benutzen werden. Ist ein eigentlich ziemlich guter Steuerungstipp. Der eigentlich nur helfen kann. So, und jetzt sind wir hier in der ersten richtig gefährlichen Umgebung. Dieses lila Grisselzeug, das wir hier nämlich überall sehen, das sollten wir nicht unbedingt berühren, weil das ist, egal was es ist nicht unbedingt gut für uns. So, dorthin sehen wir auch so ein zwei von diesen Dingern. Die müssen wir aber erstmal anlocken, bevor wir da überhaupt irgendwas tun können. Eins haben wir. Und zwei haben wir aber auch. Wunderbar. Wir können theoretisch auch jederzeit wieder zurück in den letzten Raum gehen und jedes Mal, wenn wir einen Raum betreten, beziehungsweise, ja doch, jedes Mal, wenn wir durch so eine Tür gehen, dann speichert das Spiel theoretisch dort und wir respawnen genau dort an der Tür wieder. Das ist also so die Besonderheit an dem. Ist dahingehend so ein bisschen wie Super Meat Boy, das heißt kleinere Abschnitte, die meistens sehr schwer sind, die man dann aber halt durch schnelle Wiedereinstieg ziemlich gut machen kann. Das ist da halt das. Also ein bisschen ein schweres Spiel, aber man kann es halt schön wieder neu starten und nochmal probieren. So, dort oben haben wir jetzt ein großes Problem. Und zwar ist das nicht mal so ein Kugelgenerator, sondern das ist jetzt ein wirklich Geschützturm, der aber Raketen schießt.
Und das kann schon ziemlich gefährlich sein und den müssen wir immer so ein bisschen austricksen, weil die Raketen sind echt fies. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ja, bekommen wir hin. Wenn wir hier so ganz leicht springen, dann... Oh Gott, der hat uns doch erwischt. Also, er hat uns nicht erwischt, aber ganz knapp. So, haben wir mal so ein, zwei Schüsse immer wieder raus. Irgendwann sollte das Ding dann draufgehen. Ja, also, perfekt. Und dann können wir gleich hier rüber gehen und mal die Waffe wechseln. Weil das geht auch jederzeit. Das ist echt schön an dem Spiel, dass man hier... Man hat hier zwar bloß so standardmäßige Waffen. Also da wären ein paar besondere Waffen, wie in Axiom Verge zum Beispiel, vielleicht auch ganz cool gewesen. Aber so generell ist auch die Auswahl schon sehr schön. So, die Nailgun hatten wir gerade eben. Wir können mal die Spraygun probieren. Das ist, wie gesagt, bloß so die standardmäßige Schrotflinte. Jetzt nicht die beste Waffe, weil, ja, es gibt deutlich stärkere. Aber einfach mal, um sie kurz zu zeigen, kann man sie mal benutzen. Vor allem hier noch im Intro-Level. Oh Gott, geh weg, Zombie. Na, also. Schön. Und damit sind wir, glaube ich, auch fast schon durch. Ich glaube, so schlimmes Zeug kommt hier gar nicht mehr, nicht wahr? Nein, das war's schon. Hier haben wir jetzt das Ende von dem Tutorial-Level. Wir steigen hier in diesen kleinen Kampfroboter. Und damit haben wir Level 0 geschafft. So, sehr schön. Und damit haben wir gleich zwei Achievements bekommen. Normal Stage Zero und Hard Stage Zero. Ich weiß jetzt gar nicht, was dieses Normal heißt. Aber das Hard heißt, glaube ich, dass wir nicht einmal draufgegangen sind in dem Level. Ich habe sogar eine neue Bestzeit. Sehr schön, weil ich halt jetzt ziemlich schnell durchgekommen bin. Wie gesagt, das ist so ein Spiel, jedes Mal, wo man spielt, bekommt man ein bisschen schneller durch, weil man ein bisschen mehr Ahnung hat, was wo kommt und wie man es erledigen kann. Vor allem auch die Waffenauswahl ist immer extrem wichtig, weil manche Waffen sind halt sehr effektiv gegen Sachen und halt sehr uneffektiv gegen andere. Und deswegen ist es da halt so ein bisschen so eine Verständnissache. Und sobald man es dann halt ein zweites oder drittes Mal spielt, kommt man auch immer schneller durch. So, wie gesagt, Tutorial Level Stage 0 ist damit geschafft und damit können wir ins erste richtige Level gehen. Wie gesagt, es gibt 4 Level in diesem ganzen Ding. Eins davon ist Tutorial und die anderen 3 sind dann richtige Level. Und die gehen wir jetzt an. So, und hier sind wir jetzt so in der Nähe von der Kanalisation. Wir werden später noch in die Kanalisation kommen und wir sollen dort 3 von diesen Dingern zerstören. Ich glaube, es sind Generatoren oder so irgendwas, zumindest irgendetwas, was wir zerstören müssen, um weiterzukommen. So, wir haben am Anfang vom Level immer keine Waffe, aber wir können uns hier gleich eine auswählen. Und auch wenn wir noch ziemlich viele Waffen haben, zumindest was ich kurz zeigen kann, ist der Prox Launcher, weil den werde ich definitiv nicht benutzen. Ist halt so ein kleiner Granatwerfer. Ist eine ganz coole Sache, aber ich sehe den Sinn dahinter leider nicht. Das ist so, keine Ahnung, was man damit so wirklich machen kann, außer dass er schön hin und her springt. Macht er nicht wirklich viel. Ähnlich auch die Sorgern. Auch eine ganz coole Sache, schießt halt wirklich so eine Kreissäge, die tatsächlich auch dann stehen bleibt und weiter Gegner verletzen kann währenddessen. Nur die ist halt auch ziemlich unpräzise, weil du weißt nicht, was passiert, wenn sie dann halt weiter springt. Also von dem her, die beiden Waffen cool gemeint, nur ich sehe halt in dem Spiel keine wirkliche Verwendung dafür. Wofür ich aber eine sehr große, einen großen Verwendungszweck sehe, ist die Blitzgun. Eine der stärksten Waffen im ganzen Spiel, neben dem Raketenwerfer wohl die stärkste Waffe. Zumindest die beste Waffe, so muss man sagen, die stärkste nicht. Aber sie ist unglaublich gut, weil sie schießt so ein bisschen im Zickzack und visiert automatisch alle möglichen Gegner an, die da so rumlungern. Vor allem manchmal auch gleichzeitig, also mehrere gleichzeitig. Und damit kann man eigentlich, auch wenn man nicht präzise zielt, ziemlich gut die Gegner erledigen. Und das müssen wir in dem Level machen, weil hier sind überall kleine Viecher, wie man schon gesehen hat. Vor allem manchmal auch einfach auf dem Boden, wo man sie überhaupt nicht sieht. Dort oben ist zum Beispiel so eine kleine Pflanze. Und da dürfen wir halt überall nicht reinlaufen, weil wir haben keine Lebensleiste, sondern alles, was uns trifft, tötet uns instant. Zum Beispiel dort hinten im Gebüsch sieht man auch so eine kleine Schnecke, die ist richtig mies versteckt. Und die Schnecke an sich macht uns nichts, aber sie spawnt so atomare Pilze. Und genau diese Pilze töten uns. Und deswegen muss man in diesem Level zum Beispiel sehr, sehr auf seine Umgebung aufpassen, ob sich irgendwas bewegt, ob irgendwas fies ist. Und da ist die Blitzgun natürlich super, weil, wie gesagt, sie zielt immer so ein bisschen automatisch und killt auch mehrere Gegner manchmal auf einmal. Was hast du denn da gemacht? Wieso bist du auf der Stelle gelaufen? Was zur Hölle tut ihr? Wie gesagt, deswegen ist diese Waffe halt sehr stark hier. Da kann man doch einfach manchmal stehen. Sie geht auch durch Wände, was auch das Krasse ist. Wir bekommen den gerade so nicht. Schade. Aber jetzt. Perfekt. Damit kann man die Gegner halt super ausschalten.
Wir kommen hier gut voran. So, wir sind aber immer noch an der Oberfläche und langsam gehen wir dann, oder bald gehen wir dann langsam nach unten. So, dort oben haben wir jetzt einen kleinen Infoball. Da komme ich aber nicht ran, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie man dort rankommen soll. Das haben wir so eine Stelle, die nicht erreichbar ist, weil man müsste irgendwie deutlich höher springen oder sowas. Aber hier ist halt immer dieses schwarze Zeug und das tötet uns halt auch sofort bei Kontakt. Und deswegen habe ich da keine Möglichkeit hinzukommen. Also man müsste dort drüber springen, aber ich komme maximal halt genau zu diesem Punkt ran. Also ohne dieses schwarze Zeug könnte man hier halt mit diesem Ballsprung ziemlich gut an diese Ecke kommen und dann hochspringen. Nur wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie man dieses schwarze Zeug entfernt oder wie man halt drüber springen kann oder sowas. Also es gibt noch mehrere Stellen im Spiel, wo man eigentlich theoretisch einen höheren Sprung bräuchte, aber den habe ich halt nicht. Und das ist so eine Sache, das ist auch nur so ein Geheimnis, das ich bisher noch nicht gelöst habe, so ein Steuerungsgeheimnis, sage ich mal, was vom Spiel leider auch nicht erklärt wird. Das wäre eine echt coole Sache, wie das funktioniert, weil, ja, grundlegende Steuerung wird im Menü erklärt, und dieser Ballsprung wird dann halt später erklärt, aber dafür habe ich jetzt halt wirklich noch keine Sache gefunden, die mir sagt, wie ich das denn jetzt so holen soll. So, hier sind wir jetzt aber schon ein bisschen unterirdisch und hier haben wir den ersten Generator. Den können wir auch gleich erledigen und haben damit schon mal Nummer 1 von 3 von unseren Zielen erledigt. So, hier nochmal alles weg, was hier gefährlich sein könnte. Und hier haben wir nochmal so einen kleinen Waffenautomaten. Prox Launcher haben wir schon gezeigt, also Nailgun, Spraygun, Prox Launcher. Raketenwerfer können wir theoretisch nochmal benutzen. Plasma Gun vielleicht später. Nehmen wir nochmal den Raketenwerfer. Der ist halt, den hatten wir noch nicht, nicht wahr? Wir haben vorhin die Nailgun genommen, genau. Der Raketenwerfer ist in der Hinsicht ziemlich cool, weil er halt so leicht auf den Bogen schießt. Vor allem, wenn er dann ein bisschen länger fliegt, geht dann irgendwann so ein bisschen den Bogen runter. Und schießt halt auch mit Flächenschaden und macht auch Flächenschaden. Das heißt, vor allem, wenn man auf den Boden schießt und sowas, kann man halt Gegner ziemlich gut erledigen. Manchmal auch gleich mehrere. Das Schöne daran ist auch, dass uns der Raketenwerfer keinen Schaden macht und wenn wir unter uns schießen, dann fliegen wir sogar ein bisschen nach oben. So ein bisschen Team Fortress-mäßig. Nur ich habe das... Oh? Nee, das ist keine Dings, oder? Oh, doch? Ah, so funktioniert das. Ich dachte, ich hätte das schon mal versucht, aber okay, man muss tatsächlich einen Rocket Jump machen. Wie gesagt, so ein bisschen Team Fortress-mäßig. Ich dachte, ich hätte das schon probiert. Nur, ich habe nicht gleichzeitig perfekt damit springen gedrückt. Okay, damit könnten wir uns das hier holen. Wir müssen da eh nochmal entlang, das heißt, das passt. Wunderbar, damit habe ich das jetzt rausgefunden. Ah, okay. Beim dritten Mal endlich mal rausgefunden, wie man sowas macht. Schön. Dafür müssen wir aber halt die ganze Zeit den Raketenwerfer behalten. Na, ich weiß aber schon, wie ich es machen werde. Okay. So, hier finden wir nochmal einen alten Mann und ja, mit dem können wir nochmal ein bisschen reden, weil der ist uns definitiv freundlich gesinnt. So, ich habe dich schon einmal gesehen. Kämpfst du immer noch? Ich war ein Kämpfer. Das war aber eine lange Zeit her. Ich würde mich freuen, wenn wir weiterreden könnten, aber du scheinst in einer Eile zu sein. Vielleicht ein anderes Mal. Nun muss ich mich ausruhen. So, und das ist, ja, so ein alter Mann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da geredet hat, weil es wird halt nicht angezeigt mit irgendwelchen Namen und sowas. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wer da jetzt genau geredet hat. Aber ich glaube, dass der alte Mann mal ein Kämpfer war und wir ihn theoretisch so gefunden haben. Er sich aber da so ein bisschen in den Ruhestand zurückgezogen hat. So. Wir können hier jetzt aber weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Raketensprung so unbedingt ausnutzen werde. Ich weiß jetzt zumindest, wie es geht. Nur, das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen knifflig, weil ich muss halt dann für den Raketenwerfer behalten. Und ja, ich mag halt irgendwie meine Blitzgun ein bisschen mehr. Deswegen ist das ein bisschen knifflig. Ich schaue mal, wie ich es machen werde. So, dieser Infoball sagt uns einmal bloß, dass hier nochmal jemand in der Höhle ist. Aber den haben wir ja schon gefunden. Und es sagt uns, dass sein Name Rufus ist. Aber das ist eigentlich grundlegend egal, da er eh nicht viel zu sagen hatte. So, was ich jetzt nochmal kurz sagen kann, oder was ich nochmal kurz zeigen kann, was unglaublich cool an diesem Spiel ist, ist die Sache, dass man, das hat man vorhin schon in den Steuerungsoptionen gesehen, dass man zoomen kann. Und das bedeutet einfach, wenn ich hier jetzt Z drücke, dass wir dann einfach einen größeren Bildschirm haben, beziehungsweise einen größeren Eindruck von der Karte.
Und das ist einfach extrem cool, weil dadurch kann man so ein bisschen vorausplanen, was denn wo ist und wie man was erreichen kann. Das werden wir später definitiv noch nutzen. Jetzt gerade eben ist es aber besser, die Nahansicht zu behalten, weil hier einfach viele Viecher auf dem Boden sind, die man so einfach besser sehen kann. Weil wenn ich jetzt rausschalte, dann sieht man zwar die Schnecke immer noch gut, aber sie kann halt so ein bisschen untergehen im Wirrwarr. Deswegen spiele ich diese Level lieber so, aber dann die späteren Level, vor allem wenn es dann wieder um diese Türme geht und sowas, die spiele ich dann ganz gerne mal rausgezoomt, wird man dann auch sehen. So, hier haben wir noch so ein paar Fleischbällchen und sowas. Also ganz viel organisches, widerliches Zeug. Nachdem wir gerade eben in diesem Laborbereich so ein bisschen mehr mechanisches Zeug hatten, ist hier halt schon ziemlich alles verseucht und sowas. Und jetzt nehmen wir... Ich glaube, wir behalten die Blitzgun. Aber bloß, weil wir hier ein bisschen aufpassen müssen. Später müssen wir noch den Raketenwerfer nehmen, aber grundlegend haben wir auch schon viele Sachen gesehen von den Waffen her. Ich will einfach mal alle so ein bisschen zeigen. Aber das können wir natürlich auch in den späteren Leveln noch. Es sind einige echt coole Sachen dabei. Wie zum Beispiel gerade die Blitzgun. Die macht halt schon ziemlich Spaß. Was auch ganz cool ist, was man auch so merkt, ist, dass es einfach theoretisch bloß im Hintergrund eine Playlist gibt von Musikstücken, die dann halt nach einer gewissen Zeit immer wieder ablaufen. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil dadurch wird es nicht unbedingt eintönig. Und an manchen Stellen muss man halt immer und immer wieder ein bisschen durchkommen. Und wenn die Musik dann halt auch ab und zu ein bisschen wechselt und ein bisschen anderen Stil hat und sowas, dann wird es halt nicht sehr eintönig, sondern man kann dann halt so ein bisschen einfach vorangehen, sag ich mal. Und hat immer so ein bisschen so eine andere Atmosphäre. So, hier sammeln wir nochmal diesen Infoball auf. Der hat uns aber einfach auch bloß gesagt, dass wir vor diesen Fleischbällen aufpassen sollen, vor diesen Fliegenden. Was wir ja aber auf jeden Fall auch schon wissen, weil wir genügend davon schon begegnet sind. Und ich muss sagen, in dem Run jetzt definitiv nicht, aber vor allem in meinem Blind Run, also damals, als ich zum ersten Mal gespielt habe, da musste ich definitiv vor diesen Dingern aufpassen, weil die haben mich einige Male getötet. Dort kannte ich aber die Macht der Blitzgun auch noch nicht. Und deswegen war das auch noch ein bisschen schwerer. Aber mit der Blitzgun sind die halt echt gar kein Problem. Was hatten wir denn jetzt noch nicht, was man so kurz zeigen könnte? Plasma Gun kommt später noch, Railgun und das war die Drone. Die Drone ist so eine Art Boomerang, den man so werfen kann. Eigentlich eine ganz coole Waffe, aber ist halt ein bisschen problematisch, weil man kann sie halt erst wieder werfen, sobald sie wieder zurückkommt. Und wenn sie sich dann halt irgendwie so ein bisschen verhakt oder sowas, oder das hier macht, das ist das größte Problem, dann kann man sie halt nicht mehr werfen. Und deswegen, sie hat so ein paar Probleme. Außerdem kann sie diese Türme nicht angreifen aus dem ersten Level. Diese Türme kann sie halt nicht angreifen. Und deswegen ist sie nicht die beste Waffe. Wie gesagt, Railgun und Plasma Gun können wir später noch anschauen. Und deswegen gehen wir zurück zu Blitzgun. Weil, wie gesagt, in diesem Level einfach viel zu stark, diese Waffe. Und hier haben wir schon den zweiten Generator. Wunderbar. Noch mal ein paar Fleischbällchen und oh Gott, wo kommt der Zombie her? Bleib schön dort unten. Da will ich jetzt definitiv nicht reinspringen. Man könnte jetzt theoretisch natürlich auch schauen, aha, okay, dort oben ist das Ding. Dort oben ist auch noch mal ein Ding und da ein bisschen vorausplanen, aber ja, ich kenne mittlerweile so die Level, deswegen ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ist aber, wie gesagt, das ist eine der besonderen Sachen an diesem Spiel, die ich auch sehr mag. Einfach dieses Zoomen. Weil man dadurch einfach so einen ganz anderen taktischen Vorteil bekommt. Und das Ganze ganz anders... Ah, verdammt. Ich wollte das Ganze eigentlich ohne Tode schaffen. Hat ja gut funktioniert. Ja, wie gesagt, man bekommt so, so eine ganz andere taktische Ansicht, was mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Beziehungsweise so gesehen würden die meisten Pixelspiele ja gerade so laufen. So in der Größe. Auch Axiom Verge ungefähr war ja so in den Größenverhältnissen. Das heißt, es ist eigentlich schöner, dass man es auch so nachschalten kann, um wirklich mal zu sehen, was denn so präzise vor einem ist. Das ist dahingehend auch eine ganz coole Sache. Muss mich halt so ein bisschen entscheiden, was einem lieber ist. Wie gesagt, für diese Level, wo viel Kleinvieh ist, benutze ich eher die Nahansicht, aber dann später, im späteren Verlauf, haue ich dann auch ganz gerne mal die, oder haue ich dann größtenteils diese Weitansicht raus, weil die einem halt einfach sehr hilft. Um vorauszuplanen, was für Viecher einen jetzt angreifen. So, hier haben wir nochmal einen Infoball. Und der beschwert sich einfach bloß darüber, dass es hier so stinkt. Aber ich meine, es ist eine Kanalisation. Wieso sollte es hier nicht stinken?
Das heißt, die ist dafür irgendwie so ein bisschen da. Da unten haben wir eine kleine Kreissäge. Das ist aber, glaube ich, auch die einzige im Spiel, die man so sieht. Das ist irgendwie ganz witzig, weil sie wirkt auch fast schon ein bisschen deplatziert. Aber hey, wieso nicht? Haben wir da so eine kleine Kreissäge stehen. So, hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Hier sind viele Viecher, die man auch nicht sofort sieht. Da oben zum Beispiel ist so eine kleine Pflanze. Da kann man ganz gerne mal reinlaufen. Da war noch ein fieses Vieh. Oh, da ist so ein Kugelgenerator. Mit dem haben wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Probleme, weil die Blitzkanone nicht so viel Schaden macht. Aber wenn wir ein bisschen draufhalten, passt das auch ganz gut. War knapp. Damit haben wir den dritten Generator hier erledigt. Und ja, jetzt bekommen wir eine kleine Meldung, dass sich eine Passage irgendwo in der Kanalisation aufgetan hat. Und diese müssen wir dann jetzt finden. Wir können theoretisch jetzt einmal zurücklaufen. Das geht doch, oder? Hat sich hier jetzt irgendwas verschlossen? Weil wenn wir hier jetzt rausgehen, dann kommen wir halt gleich wieder zum Anfang und müssen dann eigentlich auch wieder zur Mitte der Kanalisation laufen. Es wäre generell schneller, wenn man wieder zurücklaufen würde. Nur ich generell laufe jetzt einfach mal den Weg, dass man einfach so sieht, wie es dort oben rausgeht. Außerdem wollten wir uns ja noch den letzten Infoball holen. Genau deswegen hole ich mir jetzt auch gerade eben den Raketenwerfer, dass wir das auch gleich machen können. Ich kann nicht versprechen, dass ich jetzt alle Infobälle holen kann und werde, weil ich einfach auch nicht weiß, wie man die ganzen dann erreichen kann. Aber ich werde mein Bestes geben. So, jetzt sind wir hier auch wieder an der Oberfläche draußen und ich bin tot. Gut, spätestens jetzt wäre der No-Death-Run erledigt gewesen. Was ich bisher immer noch nicht probiert habe, ist, keinen Gegner zu töten. Wie gesagt, das sind so tatsächlich auch Achievements von dem Spiel, dass man Level ohne zu sterben und ohne jemanden zu töten schafft. Das ohne zu sterben kann man hinbekommen, nur ohne jemanden zu töten ist halt eine echt fiese Sache, weil die ganzen Dinger verfolgen einen halt auch meistens ziemlich lang. Das ist da gar nicht mal so einfach. Oh, hier ist auch nochmal ein Infoball, den sollten wir jetzt ja auch bekommen, nicht wahr? Na komm. Na also, geht doch, sehr schön. Yeah, you can use grenades to jump too. Okay, also wir können auch Granaten benutzen, um hochzuspringen, aber der Raketenwerfer ist natürlich ein bisschen genauer und präziser. So muss man sagen. Deswegen nehme ich lieber den. Wäre aber ganz nett, wenn das davor irgendwann mal gesagt wurde. Vielleicht wurde es irgendwo gesagt und ich weiß es nur nicht. Aber das funktioniert auch so schon. Sehr schön. Rocket Jump, yeah. I learned that from a Multiplayer-Shooter. Wie gut, dass es sogar drin steht. Ja, wie gesagt, natürlich von Team Fortress ist der Rocket Jump drin. Oder kommt der Rocket Jump ursprünglich her, wenn ich es richtig weiß. Ich denke nicht, dass es ein anderes Spiel davor schon mal hatte. Aber finde ich sehr schön, dass der drin ist. Wie gesagt, wusste ich nicht, dass es den auch gibt. Ich wusste zwar, dass man sich selber keinen Schaden macht mit Raketen, aber ja, wie gesagt, ich habe noch nie rausgefunden, dass man damit dann höher springt. Das ist eine sehr, sehr... Oh Gott, dich habe ich nicht gesehen. Dich hätte ich natürlich gesehen, wenn ich hier die Ansicht hätte. Nur die hatte ich nicht. So, tschüss du. Tschüss du. Und damit sind wir wieder am Anfang. Und müssen uns jetzt natürlich nochmal durch die Kanalisation machen. Aber zum Glück bloß durch die Hälfte. Weil es irgendwo ziemlich in der Mitte dann auch schon ist, dieser Durchgang, der sich geöffnet hat. Oh Gott. So, du bist weg. Die Schnecke können wir erledigen. Da ist nichts, okay. Ja, lass mich in Frieden. Geh weg. Das ist das große Problem, dass man halt bloß immer einen Schuss schießen kann. Das ist manchmal ziemlich problematisch, weil wenn man den verschießt, dann können Viecher einen ziemlich schnell angreifen. Du bist weg, dafür macht man halt einen enormen Schaden. Prima. Und damit sind wir fast schon wieder drin. Ich glaube, in der Karte sollte jetzt der... Ja, genau. In der Karte ist jetzt der nächste Infopunkt. Oh, der ist fies. Ich glaube, das ist aber auch sinnvoller, es auf der anderen Seite zu machen. Weil das ist hier, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Hi, du. Hier sollte das leichter gehen. Ja, wunderbar. Thank you. It was getting wet out here. Okay, die Infokugel wurde einfach bloß ein bisschen nass. Schön, schön. Damit haben wir aber das. Und ich glaube, alle Infokugeln jetzt in dem Level... Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle finden werde in dem Run, aber definitiv mal mehr als sonst immer. Aber bloß, weil ich die ganzen Kugeln halt nie erreichen konnte.
Mir ist aber auch nie die Idee gekommen, einfach mal versuchen, einen Raketenjump zu benutzen. Ist auch so eine Sache, die man selten macht, ne? Außer wenn man Team Fortress gespielt hat. Ist auch fies, wer Team Fortress nicht kennt, der kennt natürlich auch den Raketensprung nicht. Dadurch hat man ja so ein bisschen schlechtere Karten, weil es halt nirgendwo erklärt wird. Okay, und damit sind wir schon wieder tief in den... Ja, so hoch. Sind wir schon wieder tief in den... in der Kanalisation drin. Und können jetzt hier nochmal... kleine Würmchen. Okay. Jetzt hier nochmal alles erledigen. Damit sollten wir aber auch beinahe schon am Ziel sein. Großes Problem, wir haben viele Fleischbällchen. Okay. Die uns hier an den Kragen wollten. Wir wechseln mal kurz zum Blitzgun, damit wir hier nochmal gut... Damit wir hier nochmal gut durchkommen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Erste Punkt mit der Blitzgun und wir sterben instant. Das lief, wie gesagt, lief nicht so toll. Und mit der Blitzgun sind wir halt jetzt... Meine Güte, das war schon wieder so knapp. Was zur Hölle tue ich denn? Ich kann hier auch eigentlich die ganze Zeit durchspringen. Und sprinten. Und das ist halt genau das, was man tun kann mit dem Morphball. Man kommt so schnell an den ganzen Leuten vorbei. Also, keine Gegner zu töten, wird größtenteils darin bestehen, halt alles mit dem Morphball zu machen, weil man damit so schnell ist. So, wir sind aber auch schon beim Ziel, weil hier waren ja das letzte Mal noch diese Gitter oben. Die sind jetzt aber runtergefahren und damit können wir jetzt hier runter und haben damit Level 1 geschafft. Sehr schön. Machen wir gleich weiter mit Level 2. Und jetzt sind wir hier unten in dieser komplett verseuchten Höhle. Und das Problem ist, dass wir gerade eben keine Waffe haben, aber wir gehen hier ganz schnell durch. Können deinem Ding ausweichen. So, wir schnappen uns wieder die Blitzgun. Die ist hier einfach immer noch gut. Wobei, wir brauchen noch ab und zu einen Raketenwerfer, aber ich weiß nicht genau wo. Das ist das Problem, weil es gibt hier auch wieder so Stellen, wo man höher springen muss. Ihr seid... Nein! Okay, das Achievement schon mal verhauen. Na gut. Wir haben jetzt wenigstens eine Waffe, das heißt, wir können uns ein bisschen besser wehren, hier auch am Anfang, und können hier durch. Und hier ist es halt auch immer noch so. Hier sind vor allem jetzt auch weniger Zombies und eher noch mehr von diesem Zeugs, das überall rum existiert. Und da müssen wir jetzt halt immer noch ein bisschen aufpassen. So, der Raum ist jetzt ein bisschen interessant, und zwar gibt es dort oben und dort unten jetzt einen Durchgang. Die beiden Durchgänge führen aber theoretisch bloß in einem großen Rundgang. Und in der Mitte von diesem Rundgang gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo wir dann weiter müssen. Wir gehen jetzt aber wohl in dem Run den Rundgang durch, weil ich glaube, irgendwo auf diesem Rundgang gibt es auch nochmal eine Kugel. Oder mindestens eine. Gerade eben stelle ich mich aber bloß blöd an. Und die werden wir uns einfach mal alle holen. Dort unten war eine Schnecke. Die habe ich nicht gesehen, verdammt. So. Ich meine, man muss natürlich auch nicht beides gleichzeitig machen. Ich habe gerade so überlegt, wie knifflig denn so ein Run ist, niemanden zu töten. Aber man muss natürlich, also man kann, wenn man niemanden tötet, kann man natürlich auch noch Gegner, kann man auch noch sterben. Das heißt, man kann es einfach öfters versuchen, bis man das perfekte Timing hat. Das ist da ja natürlich das Gute dran. So, hier machen wir kurz den Ballsprung. Damit kommen wir ganz sicher an. Die Schnecke tötet uns diesmal nicht. Und das ist ein ziemlich fieser Sprung, weil wir brauchen ja sogar den Ballsprung. Ansonsten kommen wir da gar nicht rüber. Und das geht auch bloß von diesem Punkt, weil raus kommen wir hier gar nicht mehr. Zumindest nicht lebend. So, ach, diese Pflanzen und Schnecken. Jetzt war ich schon... Ich darf nicht so vorausschauend sein, sag ich mal. Ich muss hier echt ein bisschen mehr auf meine Füße achten, was da so ist. Ist das hier echt schon ein bisschen gefährlich. So, wir nehmen jetzt mal den Rocket Launcher. Auch wenn, wie gesagt, er mir hier nicht so gut gefällt, wie die Blitzgun, brauchen wir den definitiv, wenn wir die Kugeln haben wollen. Und ich glaube, hier hinten gibt es gleich nochmal eine. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wir werden gleich sehen. Zumindest hier unten müsste es irgendwo eine geben. Ist weg. Ah, das war gar nicht hier. Okay, wo war das dann? Na, ich meine, wir haben den Raketenwerfer jetzt mal. Ach, das ist ja schon der Übergangsraum. Okay. Das ist ja schon der Raum. Hier rechts ist jetzt eine Tür. Die müssen wir auch weitergehen. Wenn wir jetzt hier durch die Tür dort unten gehen, gehen wir einfach bloß in einen großen Kreis. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Weil ich glaube, hier unten gab es auch nochmal Infobälle, die wir nicht erreichen können. Oder die ich damals nicht erreichen konnte. Deswegen einfach gelassen habe. Schauen wir einfach mal kurz rein.
Dann sieht man auch so ein bisschen die komplette Karte und sowas. Für Leute, die es... Oh, verdammt. Das Ding habe ich jetzt natürlich irgendwie übersehen. Für Leute, die es natürlich selber nochmal entdecken wollen, die können ja das Spiel auch einfach kaufen und es dann nochmal selber machen. Habe ich aber auch am Anfang gesagt, dass ich ja, wie gesagt, das ganze Spiel durchspielen werde. Und deswegen wird man natürlich hier auch komplett gespoilert, was denn hier so passieren wird. Oh, hä, die Schnecke war diesmal gar nicht da. Was war das denn? Das war ja merkwürdig. Okay, dort ist die Schnecke jetzt. Na gut, dort darf sie ja bleiben. Hoch. Komm schon. Ach, jetzt. Hallo? Danke. Ich weiß nicht mal, ob es hier Infobälle gibt, aber ich will einfach nochmal nachschauen. Jetzt, wo ich dieses Wissen habe, will ich halt so ein bisschen auf Geheimnissuche gehen. Diesmal ist die Schnecke da. Okay, jetzt ist sie aber weg. Ich glaube, von der Richtung zu kommen, ist hier gar nicht mal so einfach. Das ist hier ein bisschen... Vor allem auch mit dem Raketenwerfer natürlich. Darf man nicht vergessen. Blitzgun wäre hier natürlich auch sehr viel schöner. Nur hier gibt es, glaube ich, auch... Da oben ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, hier gibt es auch so ein paar Geheimnisse. Aber definitiv mal nicht in dem Raum. Das heißt, ich hätte mir das auch noch sparen können. Dann wären wir hier natürlich definitiv schöner durchgekommen. Ohne den Raketenwerfer. Naja. Bekommen wir schon hin. Hier oben ist Nummer 1, genau. Und da ist so ein widerliches Ding, das Würmer kotzt. Das können wir jetzt aber auch ganz easy ausschalten. Mit dem Raketenwerfer. Oh Gott, na, nicht wenn... Oh, da war sogar die Schnecke. Das heißt, es ist nicht mal die Würmer haben mich erwischt, sondern die Schnecke dort unten. Die ist ja fies. So, ihr weg. Diese komischen fliegenden Glibberdinger. Nein. Lasst mich in Frieden. Du auch? Jetzt müssen wir uns einfach mal um das Ding kümmern. Na, also... Du kotzt hier keine Würmer mehr. Okay, und hoch mit dir. Sehr schön. Infoball. Now that was quite a stunt. Do not try this at home. Okay. Also, war ein ganz cooler Sprung und wir sollen das definitiv nicht zu Hause probieren. Vor allem sollte man nicht einfach mit dem Raketenwerfer unter sich schießen. Das geht meistens ungut aus. Da oben ist auch nochmal ein Ball, stimmt. Das heißt, wenn man die Route geht, dann findet man den Ball gar nicht. Ziemlich mies eigentlich. Oh Gott. Das da weg. Und weiter. Wow. Da dachte ich, müsste ich auf den Walljump zurückgreifen, weil das war schon ziemlich knapp. Hierfür brauchen wir aber kein Nein. Wenn mich das Ding nicht getötet hätte, hätte mich sogar die Schnecke getötet. Das ist das Problem dran. Aber von der Richtung zu kommen, ist gar nicht mal so einfach hier, muss ich sagen. Diesmal hat es nicht gereicht. Verdammt. Kann aber auch hier theoretisch einfach drüber. Die Schnecke ist nicht so schnell. Und damit passt das. Also wie gesagt, hier niemanden zu töten, so ein bisschen pazifistisch durchzugehen, ist auch nicht die schwerste Sache. Nur halt alle Secrets zu finden und sowas ist dadurch dann nahezu unmöglich. Interesting creatures here. Look at them. Pretty but deadly. Okay, also interessante Kreaturen hier. Wunderschön, aber tödlich. Und das mit dem Wunderschön, das kann man so, naja, so oder so sagen. Was ist das jetzt für ein Raum? Ach, das ist schon der Anfangsraum, nicht wahr? Wenn wir dort jetzt oben entlang gehen, dann sollten wir eigentlich wieder den Pfad erreichen. Und das werden wir jetzt auch tun, weil ich glaube, der Pfad dort oben ist ein bisschen leichter. Wobei, der unten sollte auch nicht der schwerste sein. Aber geht ja beides relativ fix. Vor allem, wenn wir die ganzen Dinge hier zerstören. Wunderbar. Damit haben wir es ja eigentlich schon wieder. Wunderbar. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir sind dort unten zwar ein paar Mal gestorben, weil wir halt auch auf dem Raketenwerfer fixiert waren. Aber es passt ja. Großes Problem, wir sind auch weiterhin noch auf den Raketenwerfer fixiert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort hinten auch nochmal einen Punkt gibt, wo wir den Raketensprung brauchen. Aber da kommen wir gleich noch hin. So, jetzt sollten wir eigentlich schon... Ach, Pflanze. Verdammt. Wir sollten aber eigentlich schon fast wieder in dem Raum sein, wo wir das haben, oder? Ah, noch nicht ganz. Ist, glaube ich, ein Raum davor. Oh, nein. Ich habe es gerade noch gesehen. Ich wollte gerade noch ausweichen. Verdammt. Wie gesagt, das wäre alles nicht so schwer, wenn wir nicht einen Raketenwerfer hätten. Das ist echt fies. Das ist auch nochmal eine Challenge, theoretisch. Den Raketenwerfer halt bei diesen ganzen Leveln zu benutzen. Also wie gesagt, definitiv eine starke Waffe, ganz klar. Nur, ja, nicht so stark, dass man sie in dem Level benutzen will.
Oder in Level 1 und Level 2, muss man sagen. Level 3 ist das super. Aber 1 und 2 ist die Blitzgun besser. Ist das schon der Raum? Ich glaube schon. Ja, das ist der Raum. Okay, wir haben es beinahe geschafft. Weil danach kommt auch nicht mehr viel. Das ist die nächste Sache. Jetzt springen wir... Nein! Springen eigentlich da hoch. Es geht aber mit dem Ballsprung auch besser. Ballsprung geht auch das ziemlich gut. Das hier. Also wie gesagt, man muss eigentlich auch öfters mal ein bisschen mit dem Morphball da agieren. Dann passt die ganze Sache auch ziemlich gut. Wunderbar. Jetzt sind wir hier weiter. Hier gab es keine... Dort oben ist die Kugel. Genau, das meinte ich. Dort müssen wir hin mit dem Raketenwerfer. Schalten wir hier wieder um. Du bist weg. Du bist weg. Ja, wunderbar. Dieses kotzende Ding ist auch gleich weg. Das hat gar keine Chance gegen meinen Raketenwerfer. Und jetzt hauen wir uns hier nochmal hoch. Quite a jump again. I guess you are getting good at this. Nice. Okay, also wir werden aber bloß gut in diesen Sprüngen. Und das ist tatsächlich so. Das ist jetzt eigentlich gar kein Problem mehr. Schade, dass man diese Sprünge irgendwie nicht anderweitig benutzen kann. Sondern eigentlich bloß hier gescheit. Was ist eigentlich dort hinten? Ich bin noch nie dort nach hinten gegangen. Ach, gar nichts. Okay, das ist aber bloß eine alternative Route, wenn man dieses Riesending nicht erledigen will. Ist wahrscheinlich auch nötig, weil man ansonsten gar nicht vorbeikommt. So, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende vom Level 2. Dort unten haben wir so ein riesiges Schleimdingens und das ist auch schon unser Boss von dem Level. Und da schauen wir jetzt mal rein. Guten Tag, du. So, dieses Ding spawnt aber nicht einfach bloß Würmer, sondern solche Baummenschen oder was auch immer das darstellen soll. Die sind ein bisschen fieser. Wenn wir die aber ganz gut bekommen, dann ist das gar nicht so schlimm. Ja, weil wir können aber auch so ein bisschen an denen vorbeispringen. Und durch den Flächenschaden machen wir immer wieder ein bisschen den Bossschaden, aber auch diesen Baummenschen. Und dadurch ist das gar nicht so ein großes Problem. Außerdem müssen wir gar nicht die Seite wechseln oder sowas, sondern wir können einfach hier stehen bleiben. Weil man den Dingern ja auch ganz gut ausweichen kann, weil sie ähnlich wie Zombies erst zuhauen müssen, bevor sie einen töten. Und damit haben wir Level 2 geschafft. Wow, sogar mit einem neuen Best... Nee, okay, ich dachte gerade mit einer neuen Bestzeit. Haben wir aber nicht. Aber bloß, weil wir die ganzen Kugeln natürlich nochmal geholt haben. Hätte mich jetzt auch überrascht. Und wir haben schon, ich glaube, Intel ist das. Intel Found. Wahrscheinlich, wieso auch immer Intel, wieso nicht Info oder sowas. Keine Ahnung, zumindest, ich schätze mal, dass das 11 sind. Ich glaube, 14 oder 15 muss man finden. Ich dachte aber nicht, dass so viele noch im letzten Level sind. Wir werden sehen, vielleicht haben wir auch schon welche verpasst. Ich bin gespannt. So, damit sind wir jetzt auch im letzten Level. Und da kommen wir wieder aus dieser Höhle raus. Und sind jetzt hier wieder so ein bisschen in dieser Forschungseinrichtung. Und ab jetzt werden wir wieder in die große Ansicht schalten. Weil das hier sehr viel wichtiger ist, weil wir gerade solche Dinger im Auge behalten müssen. Großes Problem jetzt ist, dass wir gerade eben keine Waffe haben, sondern bloß treten können. Und das interessiert dieses Ding relativ wenig. Das heißt, wir müssen uns da ganz schnell dran vorbeischleichen. Wir dürfen aber halt nicht in es rein. Das ist das Problem. Ach nee, oder haben wir dort 11 gefunden in dem Level? Ich habe keine Ahnung. Na also, these turrets can get pretty nasty. However, there's a weapon to break them with one shot. Ja, also die Türme können ziemlich fies werden. Ah nee, 12, okay. Türme können ziemlich fies werden, aber es gibt eine Waffe, die sie mit einem Schuss zerstören kann. Und diese Waffe ist die Railgun. Nur die Railgun bringt nichts, weil die sehr viel zu langsam ist. Das heißt, die kann zwar diese Türme mit einem Schuss töten, nur danach ist die halt so ein bisschen nutzlos für eine Weile. Das kann man hier nochmal kurz zeigen. Die Railgun schießt halt einen unglaublich mächtigen Schuss, aber jetzt kann sie erst halt wieder feuern. Und das ist ganz cool gegen diese Türme, nur wenn diese Türme zum Beispiel, diese Kugelgeneratoren, wenn die ihre Kugeln spawnen, dann müssen wir die halt auch zerstören. Und die bekommt man meistens nicht mit einem Schuss. Das heißt, man ist meistens tot. Deswegen werden wir hier jetzt auf den Raketenwerfer schalten. Wir können nochmal die Plasmagun kurz angucken. Das ist einfach so ein bisschen die stärkere Version des MGs. Schießt schwerere und größere Geschosse. Ein bisschen langsamer dafür und nochmal ungenauer. Macht dafür aber halt auch richtig gut Schaden. Könnte man auch benutzen hier in dem Level, aber ich benutze lieber den Raketenwerfer, weil der ist da halt ein bisschen präziser und macht Flächenschaden. Das heißt, wir können hier halt auch gleich mehrere Dinge auf einmal ausschalten. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen zurück, wenn man sie nicht ganz genau trifft, aber es ist generell ganz gut, das so zu benutzen. Außerdem können wir die Kugeln dann schon zerstören, wenn sie gerade eben noch spawnen.
Das ist also ziemlich super. So, hier hinten haben wir jetzt den Kollegen. Und den können wir jetzt hier so ein bisschen mit dem Raketenwerfer auf Reichweite ausschalten. Dann ist auch gar kein Problem. Und ja, da sieht man auch, dass die Raketen so ein bisschen Physik haben, habe ich vorhin ja schon ein bisschen gesagt, dass sie dann nach einer Weile so langsam in so einem Bogen nach unten fliegen. Finde ich eigentlich ganz cool. Sieht ziemlich cool aus. Und ja, damit haben wir den Raum geschafft. Also ist auch ganz cool, dass die, manche von den Waffen auch ein bisschen Physik haben. Klar, zu die Laser nicht unbedingt, aber gerade zu die schwereren Waffen. Ist ganz nett gemacht. Oh Gott, ich könnte... Glück gehabt. Ich wäre beinahe draufgegangen, weil wenn die Kugeln mich da eingekesselt hätten, dann wäre das mein Ende gewesen. So, jetzt erledigen wir gleich die Kugeln. Oh Gott. Ein paar davon haben wir erledigt, aber nicht alle. Die roten Fässer habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die roten Fässer sind Explosionsfässer, machen mir aber auch Schaden. Das ist das große Problem dran. So, hier legen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Raketenbattle an. Das war ziemlich fies. Da hat er nach oben geschossen. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet, aber wir haben es glücklicherweise überlebt. So, und das Ding erledigen wir jetzt, bevor es uns überhaupt sieht. Einfach hier mit den Raketen. Das ist halt das Schöne am Raketenwerfer. Man, nein. Schade. Das lief so gut. Wir waren eigentlich durch mit dem Raum. Ich hätte da bloß nochmal richtig springen müssen. Aber bloß nochmal abwarten, bis das Ding... Oh, okay. Aber nochmal abwarten, bis das Ding komplett aus ist und dann rüberspringen. Aber das war echt doof. Vor allem, wir haben uns halt so gut gegen Raketenwerfer gewehrt. Wieso aktiviert sich hier... Okay, die zweite Ladung Kugeln hat eine Weile gebraucht. Eigentlich spawnt die auch so nochmal. Ah, nein. Oh, du Drecksding. Dass es dann irgendwann nach oben geht, das ist halt das Fiese, weil ich hoch zu hoch springe, deswegen. Euch weg. Dich weg und dich weg. Toll. Jetzt habe ich mich selber mit dem Schuss in den zweiten Bereich geschleudert. Super. Okay, und du bist weg. Jetzt kommen die zweite Ladung Kugeln. Die hat vorhin aber bloß irgendwie nicht gewollt. Und komm her. Ja, also, du bist weg. Deswegen liebe ich halt den Raketenwerfer hier in dem Level. Man kann damit so schön die ganzen Sachen erledigen. So, das geht doch jetzt. Na also, oh. Ach, wieso schält er denn manchmal einfach um? Was ist das denn? Du dreckiges... Ach, ich hasse diese Raketentürme. Das sind echt die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Allgemein die Bremsentürme. Auch die Kugelgeneratoren. Auch die sind ziemlich fies. Vor allem diese eine Kugel, die dort immer wartet. Jetzt spawnst du gleich neue Kugeln? Ist klar. Komm mal klar, du Ding. So, tschüss. Und es gibt ein oder zwei Raketenwerfertürme in diesem Spiel, die halt echt fies sind. Das ist einer davon. Den zweiten sehen wir gleich noch. Das ist ja auch schon das letzte Level, muss man dran denken. Das heißt, alles, was wir hier tun, ist dann das... Oder wir kommen dem Finale immer näher. Sehr schön. Ich glaube, wir haben irgendwo eine Kugel vergessen, weil so viele Kugeln finden wir hier nicht mehr. Na, wir werden sehen. Wäre halt ganz cool, wenn wir hier auch nochmal das Kugel-Achievement bekommen. So, der große Robo ist eigentlich kein Problem. Der kann uns hier unten nämlich eigentlich nicht treffen. Das heißt, der hat dort oben gar keine Chance. Der Raketenwerfer sollte eigentlich auch keine große Chance haben. Weil wir ihn hier einfach über Bande treffen können. Oder nicht über Bande, aber halt mit dem Flächenschaden. Und der da, den können wir, glaube ich, auch mit Flächenschaden treffen. Das heißt, die sollten alle kein großes Problem darstellen. Oh Gott, das könnte schief gehen. Glück gehabt. Das sollte sogar schon treffen. Das trifft definitiv. Und damit war es das. Prima. Weiter in den nächsten Bereich. Das hier ist jetzt ein richtig fieser Bereich und beim ersten Mal hatte ich hier die Railgun mit und mit der Railgun ist das hier schon extrem mies, diese Sache. Kann man fast nicht schaffen, weil man hier halt mindestens einmal diesen Kugeln ausweichen muss und die mit der Railgun auszuweichen ist halt extrem schwer. So, hier will ich nicht hin, weil diese springenden Bomben können uns halt auch ganz schnell erledigen. Ja, genau so. Weil sie sind auch nicht unbedingt zielsuchend, aber es kommt einem vor, als wären sie zielsuchend. Das ist das Problem. Das hier kann man auch ziemlich gut umgehen mit den ganzen Dings. Mit dem Morphball. Oh Gott. Puh, das war extrem knapp. Wäre ich da einmal falsch irgendwie hingekommen, dann wäre es das gewesen. Okay, damit können wir auch schön die Kugeln, wenn sie gerade eben rauskommen, ein bisschen gefangen nehmen. Du triffst mich diesmal nicht, du dummes Ding. Ich habe nicht getroffen. Der ist auch echt eklig. Das ist auch der einzige, der wirklich gefährlich werden kann, dieser einzige Roboter.
Gerade wegen seinen Bomben. Damit haben wir aber das. Hier nehmen wir uns jetzt wieder die Blitzgun mit. Weil die definitiv besser ist im nächsten Bereich. Sieht man gleich wieso. Das habe ich auch schon auf jeden Fall ausgetestet. Oder auf jeden Fall auch zu spüren bekommen, dass da jede andere Waffe eigentlich bloß blöd ist. Und die haben wir nochmal eins. Now this is where it gets hard. Where it gets hard. You're almost free. Move on. Also, das ist der Punkt, wo es wirklich schwer wird, aber wir sind beinahe frei und wir sollen einfach weitermachen. Und das werden wir auch tun. Leider haben wir noch kein Achievement bekommen, das heißt, es muss nochmal irgendwo einen Infoball geben. Ich hatte aber auch irgendwie im Kopf, dass es 14 gibt. So, und zwar genau wegen diesen beiden Kugelgeneratoren. Die müssen wir dann halt so ein bisschen in Schach halten nachher, weil wir die einfach nicht schnell genug erledigt bekommen. Und deswegen ist es halt sehr viel besser, die Kugeln zuerst zu zerstören und sich dann um die Generatoren langsam zu kümmern. Und deswegen ist die Blitzgun halt deutlich besser, weil die alle auf einmal erledigt. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so doof. Das war ja gar nicht, ja. Ich dachte, ich kann da schon aufstehen und mich drum kümmern. Das ist aber erst gleich. Das Schöne ist aber, die Laser sind ja alle nicht auf dem Boden. Das heißt, wir können dort einfach auch so mit dem Ball dort unten stehen bleiben. Und das ist dann alles kein Problem. Die Kugeln haben wir erledigt, die auch. Wunderbar. Das Ding ist tot. Und das Ding genauso. Ja. Jetzt aber. Wie gesagt, hat mich am Anfang eine halbe Ewigkeit gebraucht, weil ich auch die falsche Waffe hatte. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mit der Blitzgun weniger Schaden an denen direkt und dafür die Kugeln besser wegbekommen. Und dann passt die Sache deutlich besser. Also das sind halt solche Sachen, die man halt lernen muss in dem Spiel, wo man dann halt auch sehr viel schneller durchkommt. So, jetzt noch ein Sprung und wir sind eigentlich dann am Ende von diesem Raum. Es ist echt manchmal erstaunlich, wie schnell ich dann mit den Räumen fertig werde, dafür, dass ich damals relativ lang für die Räume gebraucht habe. Jetzt sind wir knapp bei einer Stunde und ja, damals, wir sind beinahe am Ende, ich glaube, das ist der letzte Raum. Und damals habe ich halt anderthalb Stunden gebraucht und jetzt bloß ein bisschen über eine Stunde. Und ich habe die ganzen Secrets ja jetzt auch gefunden. Das ist ja das, die habe ich halt das letzte Mal gar nicht gefunden. Und bin trotzdem deutlich schneller. So, sehr schön. Und jetzt bin ich gespannt, wie lange ich hier brauche, weil das kann nochmal alles entscheiden. Weil für den Raum brauche ich normalerweise immer eine halbe Ewigkeit. Größtenteils wegen diesem. Das ist der fieseste Raketenwerfer im ganzen Spiel. Wenn man einfach so schwer rankommt. Das ist auch ein richtig fieser Kugelgenerator, aber den kann man erledigen. Nein, nicht, wenn ich nicht die Kugeln treffe. Oh, Glück gehabt. So, und nochmal. Na, also, schnell durch. Und ich bin mir nie ganz sicher, wie ich das angehen soll. Das ist so eine fiese Sache. Na, der zweite Schuss hat nicht getroffen. So kann ich es machen, wenn nehme ich da ein bisschen zurück und dann den Bogen ausnutze. Okay, jetzt habe ich es raus. Ja, ich habe gerade gesagt, das ist der schwierigste Raketenwerfer, aber ich habe ihn jetzt doch ganz gut umgangen. Ich habe jetzt aber auch eine Strategie rausgefunden, wie man den erledigt. Wie gesagt, das ist ja auch schon das dritte Mal, wo ich das Ganze hier spiele. So, das erledigen wir einfach so ganz easy. Ich schaue wie immer nicht hin, sondern ich konzentriere mich einfach hier drauf auf den Sprung. Dann erledigen wir noch das letzte Ding und damit haben wir es geschafft. Sehr, sehr schön. Ach, und da ist der letzte Infoball. Das sollte jetzt passen, oder? Time to say goodbye, also Zeit, Tschüss zu sagen. Vielleicht kannst du es versuchen, ohne zu sterben oder ohne jemanden zu töten. Und nun geh. Und das war nicht alle, sind es doch 15 Bälle? Oh, schade. Ich dachte eigentlich, wir hätten alle Bälle gefunden, aber irgendwo fehlt uns dann wohl einer. Irgendwo vielleicht ein Bereich, wo ich nicht war, wo ich jetzt nicht hingeschaut habe. Gut, damit war's das aber eigentlich. Wie gesagt, man könnte das Ganze nochmal probieren, ohne zu sterben und ohne jemanden zu töten. Werde ich jetzt aber nicht nochmal machen. Ich bin jetzt ganz froh, dass es wenigstens irgendwie mal funktioniert hat. Wir steigen hier in den Jet, haben aber noch einen kleinen Endboss theoretisch. Und zwar so ein bisschen, ja, diese alten Space-Shooter, gerade so Gradius-mäßig und so. Hieß doch Gradius, oder? Ich glaube schon. Aber gerade so, wie gesagt, es gab ja unendlich viele davon. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Endboss. Der ist aber nicht unbedingt schwierig, weil er macht nicht viel. Diese Kugeln spawnen halt einfach und wir schießen so ein bisschen drauf. Den hätte man ein bisschen actiongeladener machen können. Oh, ich bin da, glaube ich, in eine reingeflogen. Hoppla. Gerade eben sage ich noch, wie leicht es ist. Aber man muss natürlich auch ein bisschen auf die Kugeln drauf achten. Ach, die Kugeln sind zielsuchend. Die schlüpfen so ein bisschen in mich rein, sobald sie mich erwischen.
Ah ja, da sieht man den Radius, wo sie einen erwischen. Okay, gut. Weiche ich den aber nochmal ein bisschen besser aus. Man kann sie auch alle zerstören. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Jetzt verstehe ich, was mich da getötet hat. Aber wie gesagt, ja, der Boss ist nicht so ultra, sag ich mal. Es ist eine ganz coole Sache nochmal, aber jetzt... Man hätte das nochmal deutlich interessanter gestalten können. Oder einfach nochmal einen größeren Boss, weil wir hatten bisher auch bloß einen Boss. Und ja, der war jetzt nicht so mega. Also von dem her, an vielen Punkten gäbe es noch Verbesserungspotenzial. Aber so generell schon ein ganz cooles Spiel. Eine Seele ist entkommen. Ungewiss ihre Zukunft. Das mag bloß der Anfang sein. Oder das könnte bloß der Anfang sein. Danke fürs Spielen. Ein Spiel von James Merman. Und da es keine Credits hiernach mehr gibt, ist das wohl auch der einzige Entwickler von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob er auch die ganze Musik und sowas gemacht hat, aber scheinbar schon. Und da muss man auch schon sagen, Respekt. Klar, wie gesagt, das ist ein bisschen ein kurzes Spiel, aber schon eine sehr coole Sache. So, wir haben 14 von diesen Intels gefunden, aber scheinbar gibt es dann 15, weil wir haben hier kein Achievement bekommen. Schade drum. Irgendwo haben wir eins liegen lassen. 198 Tode, ja, die müssen wir natürlich auf 0 reduzieren. Auch die Kills 137 müssten wir theoretisch auch auf 0 reduzieren, um alle Achievements zu bekommen. Aber ja, das werde ich definitiv nicht jetzt machen. Ach, guck mal. Da sieht man jetzt, dass man hier nicht gestorben ist. Das ist ja cool. Jetzt müsste ich hier bloß noch, ich frage mich dann, was stehen würde, wenn man keine Gegner tötet. Das ist eine coole Sache. Ich weiß aber nicht, die sind irgendwie weiß umrandet. Das hier aber nicht. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Also man kann hier scheinbar ein paar Sachen freischalten. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es auch noch komplette Secrets. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit, dass man vielleicht ein Secret-Level freistellt, sobald man alles hat. Glaube ich jetzt mal nicht unbedingt dran. Werde ich aber vielleicht mal sehen, wenn ich mal irgendwann Lust habe, das Spiel nochmal zu spielen. Werde ich vielleicht mal schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Werde das Ganze vielleicht auch nochmal komplett vervollständigen, weil ich finde es ein sehr, sehr cooles Spiel, muss ich definitiv sagen. Mir gefällt der Stil sehr, die Musik gefällt mir sehr, die Steuerung ist sehr gut. Habe ich überhaupt nichts daran auszusetzen, gibt eigentlich keine Probleme mit der Steuerung. Ein paar Waffen sind, zum Beispiel die Drone ist ein bisschen schlechter als Waffe, aber ja, das ist auch schon theoretisch alles. Ansonsten ist das eigentlich ziemlich gut. Man kann die Steuerung von der Tastatur auch anpassen, das muss man sagen. Das ist eine ganz coole Sache. Also von dem her ein echt cooles Spiel, wie gesagt, 5 Euro auf Steam. Hat halt einen gewissen Wiederspielwert, dadurch, dass man ja so die ganzen Achievements erreichen kann, alle Secrets und sowas. Ich habe jetzt ja immer noch nicht alle von diesen Infobällen gefunden, wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass es jetzt alle wären. Aber irgendwo muss nochmal einer fehlen. Das kann man sich dann halt nochmal anschauen, wo man die alle findet. Also von dem her schon eine echt coole Sache, dieses Spiel. Was mich halt freuen würde, wenn es vielleicht mal irgendwann einen zweiten Teil gibt, mit vielleicht auch mehr Leveln, das wäre ganz schön, halt mehr auf die Level bezogen und nicht so unbedingt auf diese ganzen Achievements. Das wäre eine ganz coole Sache, aber ansonsten, ja, muss man echt sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Spiel. Kann eigentlich auch nichts Negatives dazu sagen. Und ja, eine Kaufempfehlung in der Hinsicht ist es natürlich schwierig, kann ich jetzt nicht unbedingt geben, weil es kommt halt immer drauf an, was für ein Spieler man ist. Wenn man das Spiel jetzt bloß einmal durchspielt, dann sind 5 Euro vielleicht doch ein bisschen viel. Wenn man dann versucht, alle Achievements zu bekommen, dann geht das theoretisch. Ja, wenn man es jetzt auch als Let's Play komplett gesehen hat, dann ist auch immer so die Frage, lohnt sich das nochmal zu spielen und sowas? Einfach um vielleicht selber das Spielgefühl nochmal zu finden und sowas. Muss man selber auf jeden Fall rausfinden. Da kann ich zumindest jetzt nichts Spezielles dazu sagen. Wenn man aber vielleicht auch den Entwickler unterstützen will und mal anschauen will, wie das ganze Spiel funktioniert und vielleicht ein paar Highscores brechen oder die ganzen Achievements erreichen will, dann kann man es sich aber auf jeden Fall anschaffen. Finde ich keine schlechte Sache. Und ja, damit soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Das war Enyo Arcade. So ein kleines One-Off, einfach bloß deswegen, weil das Spiel nicht arg viel, ich will nicht sagen arg viel mehr herzugeben hat, aber es ist halt vorbei. Und das andere wäre auch nur einfach bloß nochmal ein bisschen durchspielen. Und ja, deswegen soll es das mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und für das Zuschauen. Vor allem, wenn man jetzt hier bis zum Ende geschaut hat.
Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Projekt, beziehungsweise natürlich in den nächsten Videos. Also dann, ciao!